Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ursprünglich hatte ich vor, in diesem Video hier mein 100er Mewtwo endlich auf Max zu pushen. Die ganze Zeit fragen mich die Leute: Hong, wann wirst du endlich dein Mewtwo Max pushen? Die Antwort ist natürlich, wenn ich genug Bonbons habe. Ich habe heute was gepostet auf Instagram, Facebook, Twitter. Folgt mir übrigens da drauf. Und da habe ich gesagt, der wird demnächst gepusht, also sehr bald. Und zwar war ein kleiner Fehler, habe ich nicht dran gedacht. Und zwar Instagram das unten abgeschnitten, die Bonbon-Anzahl. Deswegen konnte man das nicht sehen, aber wir haben heute Morgen noch 7 Bonbons gefehlt. Einen habe ich jetzt durchlaufen bekommen. Und dann nach der Arbeit habe ich zufällig noch einen Kyogre gemacht. Einen Kyogre-Raid, weil ich halt noch 2 Tagespässe hatte. Und, dreimal könnt ihr raten, genau, ich habe genau 6 Bonbons bekommen, Sonderbonbons. So dass ich genau genug Bonbons habe, um den auf Max zu pushen. Und ursprünglich, wie gesagt, hatte ich vor, das in dem Video zu machen. 2 Teile. Erster Teil, wie ich mich zurückerinnere an die ganze Geschichte, die ganzen Leiden mit dem Triggern, bis hin zu dem 100er Mewtwo halt. Aber jetzt habe ich das gemacht und das ist ein bisschen länger geworden, 6 Minuten sogar. Und jetzt danach nochmal das mit dem Pushen dranhängen, dann wäre das Video, glaube ich, ein bisschen zu lang. Deswegen hier in diesem Video seht ihr nochmal den ganzen Weg vom ersten Trigger, von der Theorie mit dem Triggern. Damals wussten wir es noch nicht mal. Einfach nur die Idee, die Theorie, bis hin zum 100er Mewtwo. Der ganze Weg. Road to 100% Mewtwo. Und danach, im nächsten Video, pushen wir den auf Max. Viel Spaß. Falls man irgendwie eine Einladung auslösen kann. Und die Theorie hatte ich echt schon länger. Und im Internet habe ich auch schon sehr oft darüber gelesen. Die Anzahl der Spieler entscheidet, ob das ausgelöst wird, vielleicht. Und hier findet heute ein EX-Trigger statt. Patent von Hong, so habe ich es genannt. Und zwar versuchen wir hier heute eine Mewtwo EX-Einladung auszulösen. Das ist hier die Woche, wo ich jeden Trigger mitmache in München. Noch gar keine. Echt traurig. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen, nach dem Trigger-Fail, eine Nacht drüber geschlafen und wieder erholt. So, was soll ich sagen? Ich kann dazu echt nicht viel sagen. Das hat mich echt enttäuscht. Aber das Leben geht weiter. Am Tag nach den EX-Raid-Einladungen und ich habe natürlich wieder keine bekommen. Und wenn man das dann halt verkleinert, dann seht ihr hier zum Beispiel diese kleinen innerhalb der S2-Zelle, das sind diese S20-Zellen. Und das ist sehr interessant und darüber regen sich auch die meisten Leute auf. Aber wie aktiver man ist, wie mehr man raidet, desto unwahrscheinlicher ist die Chance, dass man eine Einladung bekommt. Das heißt, die Nicht-Aktiven werden belohnt. Das hat sich auch so bewiesen. Und zwar Reversal. Er hat jetzt eine Einladung bekommen, nachdem er so rumgeheult hat, dass er einen Trigger gemacht hat und für diesen einen Trigger keine Einladung bekommen hat. Hat er so hart rumgeheult. Und dann hat er zufälligerweise beim nächsten Mal, obwohl er ja Pause gemacht und eigentlich nicht spielt, und nicht raided, hat er trotzdem eine Einladung bekommen von Niantic. Zufall? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich werde nicht so rumheulen wie Reversal. Ich ertrage meine Leiden wie ein Mann. Ich stehe einfach auf und mach weiter. Da gibt es kein Rumgeheule, da gibt es kein Niantic-Diss-Track, auch wenn die echt einen Haufen Scheiße da produzieren mit den EX-Einladungen. サイヤ人としての誇りそのものなんだ。勝てないだと？笑わせるなよ。俺は俺自身を捨てることなどできん。身勝手の極意はカカロットがやればいい。俺は俺のやり方でジレン貴様に勝つ。この力の高まり、先ほど戦ってた時よりもさらに上がるとは。 なぜだ？これがサイヤ人の力だというのか！ジレンのやつはベジータのプライドを刺激したことによって眠っていた力を呼び覚ましたか。すっごい眩しいのね。ベジータ強くなってきてるのね。ジレン、散々俺のことを言っておいてまさかこれを避けるつもりじゃないだろうな。 行け、ベジータ！
Es ist gerade was richtig komisches passiert. Und zwar hat eine Ente gerade Einladung verschickt. Also ich mach's nicht zu spannend. Ich habe eine bekommen, endlich. Und richtig komisch. Damit hat echt keiner gerechnet. Aber es kann auch sein, dass eine Ente mein Video von gestern gesehen hat. Das letzte. Hong gegen den EX-Raid. Und das war einfach zu krass. Das hat Niantic so zerstört. Die haben sich gedacht, Leute, wir müssen das System ändern, weil das so behindert ist. Oh mein Gott! So ein schlechter Mann weggesehen! Ich war richtig unverdient, Mann. Niantic ist gestern total komplett ausgeflippt. Echt verrückt. Nichts getriggert. Richtig zufällig. Der Algorithmus. Keine Ahnung, was Niantic da macht. Das System wurde einfach geändert. Zufälligerweise. Seit Donnerstag, seitdem ich mein krasses Video Vegeta vs. Jigen, Hong vs. EX-Raid rausgebracht habe, seitdem ist das System komplett anders. Viel zu krass, Alter. 50 Sekunden, aber wir haben die anderen um eine halbe Minute geschlagen. Ich wusste, dass er leicht geht, aber so leicht jetzt auch wieder nicht. Ja. Ich habe nicht mal mein Team geändert, also wiederbelebt. Ja, ich auch nicht. Ich wär ready. Easy, man. Alter, mehr Schaden gemacht als Dennis, Gengar Beste. Ja, wenn man schon wieder Hang hat. Ja, Dennis. Alles auf einmal. Ey, ihr könnt mir das schlimm, Mann. Ihr könnt mir das glauben. Alter, der schlechteste YouTuber. Dennis, letzte Woche warst du schon dabei, ja, ne? Als du live. Bam! 100% Mewtwo gefangen! Echt? Lauer doch nicht! 22,75! Echt jetzt? Echt jetzt? Zeig her! Oh mein Gott! Nein! Echt jetzt, Mann! 100%! So, das war's! Das war der leidende Weg. Von der Theorie des Triggerns bis hin zu den ganzen Triggern. Diese ganzen nutzlosen leidenden 1er Raids, 2er Raids, bis hin zu meinem ersten Mewtwo und dann das ganze System von Niantic, das zerstört wurde durch mein Vegeta Video. Und jetzt dann der 3er Mewtwo Raid und die Belohnung 100% Mewtwo. Wie gesagt, ich werde den im nächsten Video, auf jeden Fall im nächsten Video, ich weiß nur nicht, wann das hochkommt, ob es heute noch ist oder morgen, oder vielleicht machen wir einen Livestream, wo ich den einfach auf Max pushe. Ich überleg's mir noch, aber das war's erstmal. Danke an alle, die ganze Zeit mit mir mitgefiebert haben, mit mir mitgelitten haben und hier meine Mewtwos gegönnt haben, die erste Einladung und auch das 100er mir gegönnt haben. Shoutout an euch. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.